können wir dann auch Partys machen, ne? Und mal ein paar Ehefrauen und so. Jetzt hätte ich fast schwängern gesagt. Alter. Aber nur fast. Ja, liebe Zockerlounger, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Siedler 6, heute Mission 9. Und hi an Hörer und hi an Sonnenscheins, die schon im Chat sind. Und ja, was soll ich großartig erzählen? Lasst uns doch einfach beginnen. Und ich glaube, heute geht's in die Wüste, Mission 9, Husran. Schauen wir mal rein. Euer Majestät. Dringende Angelegenheiten führen mich zu euch. Wir alle wissen, welch große Taten ihr für unseren Freund Thordal vollbracht habt. Und ich, nun, lasst mich offen sprechen. Meine Heimat ist in Gefahr. Die Schergen des Roten Prinzen haben die Stadt Husran eingenommen und die Dörfer von der Wasserversorgung abgeschnitten. Die Bewohner der Dörfer verdursten. Wir müssen ihnen helfen. Außerdem befindet sich das Kloster St. Josef westlich von Husran. Ich glaube, dort können wir mehr über die Seuche erfahren. Wir sollten unsere Basis hier im Süden errichten. Das ist nahe genug bei den Dörfern, aber nicht zu nah an Husran. Von dort aus können wir den Dorfbewohnern helfen. Die Länder von Janub sind meine Heimat. Okay. Ich sollte die Reise dorthin anführen. Das doch. Husran. Schergen des Roten Prinzen haben die Stadt Husran besetzt und verweigern den Dörfern den Zugang zu frischem Wasser. Wir sollten unsere Basis im Süden errichten und den Dörfern von dort aus helfen. Schauen wir mal. Wir sollten mit den Dörfern und dem Kloster reden, um mehr über ihre Probleme zu erfahren. Okay. Wir sind freie Leute. Und wir fürchten Crimson Sabbat und ihren Herrn. Wenn wir uns auflehnen, wird sie unsere Wasserversorgung kappen. Wie komme eigentlich ich an Wasser? Wir uns regelmäßig Wasser schicken. Da, Wasser, 15 von 15. Ein ernstes Problem. Alles klar. Wir verurteilen Crimson Sabbats Wo hab ich denn Einmischung in Husran. Holz? Deshalb stellen wir uns auf eure Seite. Doch sie wird uns die Wasserversorgung kappen. So viel ist sicher. Damit unser Dorf überlebt, müsst ihr uns regelmäßig Wasser schicken. Ja, ihr wiederholt euch, Leute. So, da nicht, sonst habt ihr hier, ne? Und so. Was wollte ich denn jetzt sagen? Da kann ich nicht abholzen. Reduzieren die Kosten für den Ausbau von Gebäuden. Hier sehe ich gar nichts. Krass. Gut, Nahrung brauchen wir dann. Nix Räucherei. Wir brauchen hier Metzger. Den machen wir an die Kirche und dann wird es wahrscheinlich Sinn machen, schnell schon ein bisschen zu erforschen. Alles klar. Wie ihr wünscht. Und wir bauen derweil die Holzfäller aus. Ach, wir bauen alles aus. Das Übliche halt. Was haben wir denn? Steine 50. Könnten wir doch eigentlich schon direkt die Burg ausbauen. Machen wir auch. Wobei, das war dumm. Jetzt habe ich nämlich kein Geld mehr. Ja, toll. Also hier wäre nochmal Nahrung. Hier wäre auch ein bisschen Stein. Das macht auf jeden Fall Sinn. Alles klar. Lauf mal weiter. Das war sogar richtig dämlich, die Burg direkt auszubauen, wenn ich drüber nachdenke. Naja. Fail und so. Was haben wir hier? Nichts. Gar nichts. Okay, dann schauen wir uns noch zu dem Kloster. Das müsste hier sein. Wenn ich die Karte noch richtig im Kopf habe. Und können wir dich nochmal ausbauen? Nein, aber dich. Und ihr baut euch schon aus. Okay. Die Einheimischen werden euch
euch vertrauen, sobald ihr gezeigt habt, dass ihr eure eigenen Leute in diesen trockenen, unwirtlichen Landen versorgen könnt. Okay. Beweist eure Fähigkeiten und errichtet eine blühende Siedlung in dieser Ödnis. Kommt zurück, wenn ihr erfolgreich wart. Okay. Tu ich. So, den können wir noch, den haben wir ausgebaut, dann müssten wir noch den Metzger, nö, haben wir auch. Okay, dann lasst uns noch eine Gerberei bauen. Eure Absichten sind rein, daran zweifle ich nicht. Doch wir sind von Husran abhängig und die Stadt ist in der Hand des Roten Prinzen. Okay. Verstanden. Verstanden. Hier wäre dann das erste Dorf. Hier oben hätten wir nochmal Stein und Wild. Wie schaut es denn eigentlich mit Eisen aus? Hm, was war das? Burgausbau vielleicht? Keine Ahnung. Komm hier, treib mal Steuern ein. Hier wäre ein bisschen Eisen und sonst gar nichts. Ist dann dementsprechend billiger hier? Auf ja. Euren Befehl. Auf euren Befehl. Ei. Was haben wir dann hier noch? Ei. Auch gar nichts, aber nochmal Eisen, okay. Alles klar. Ei. Alles klar. Dann mal weiter. Mir fehlt hier schon Essen. Wie kann denn das sein? Metzger, leg mal los. Nochmal nee, nur Stein. Okay. Alles klar. Sofort. Weiter, weiter. Mit Bauernhöfen komme ich hier nicht weit, ne? Seid gegrüßt, Ritter. Ihr seid weit gereist, um uns zu helfen. Und das wissen wir zu schätzen. Doch wir sind von Husran abhängig. Niemand kann uns in dieser misslichen Lage helfen. Wie ihr wünscht. Next. Okay, dann haben wir jetzt beide Dörfer entdeckt. Okay. Ich brauche dringend 300 Gold. Hier, perfekt. Auf euren Befehl. 300. Wie prima. Ihr wünscht. Das kommt ja wie gelegen. Schon unterwegs. Weiter, was haben wir hier oben noch? Okay, also der Sektor macht keinen Sinn. Der macht hier am meisten Sinn. Zweimal Nahrung, da müssten wir auf jeden Fall jetzt gleich mal hin. Und hier ist... Na, immerhin gibt es einen klar. Haufen Viecher in der Wüste offensichtlich. Verstanden. So, reicht mir erstmal. Zurück mit dir. Und du dürftest auch keine Probleme haben, zurückzukommen. Das passt dann schon. Essen ist jetzt da. Nee. Nicht so wirklich, ne? Nee, dann bauen wir noch einen Metzger. Wir haben genug Tiere. Den werden wir sowieso brauchen. Und wo bleibt die Goldlieferung? Da kommt sie. Wichtig, wichtig. Nicht ins Markt. Ach so, Gold muss in die Burg, klar. Gut, Money. Und Levelaufstieg haben wir auch gleich soweit. Okay, passt. Läuft doch. Jetzt brauchen wir aber mal flux den Sektor hier drüben. Wie ihr wünscht. Schon unterwegs. So, und du kannst schon mal zur Party gehen. Ich denke, da wird es jetzt gleich abgehen. Wegen so ein bisschen Klamotten. Kommt schon. Ei,
Schon unterwegs. Gut. Es ist meine Bestimmung, diesen Titel zu tragen. Jawohl. Sehr schön. Jetzt brauchen wir Seifenmacher. Das dürfte hier auch eigentlich eher nicht das Problem sein. Und Besen sowieso nicht. Kriege ich dann da noch ein Gebäude, wenn ich viel Glück habe? Wir haben ein Territorium eingenommen. Nee, ich baue es so. Wird schon passen. Okay, gehört mir dann Flux weiter. Produktionsgebäude. Tiere. Einmal. Zweimal. Wir werden jetzt übrigens voraussichtlich bis Mittwoch jeden Tag einen Livestream haben. Und dann mal mindestens eine Woche gar keinen mehr, weil ich dann im Urlaub bin. Nur mal zur Info vorab. Aber wenn alles nach Plan läuft, soll trotzdem in der Zeit jeden Tag auf YouTube mindestens 2 Videos erscheinen. Ich versuche das gerade irgendwie vorzuproduzieren. Das können wir uns auch schon direkt kaufen mit dem Geld. Oder ich baue die Kirche. Ah, nee, ich nehme erst den Sektor ein. Diesmal machen wir es andersrum. Führt hier kein Weg rüber? In Urlaub geht's an den Bodensee. Nichts Besonderes. Aber ich brauche dringend Urlaub. Ist eigentlich alles egal. Ich nehme alles. So. Verstanden. Haben wir den? Dann haben wir, kriegen wir auch ein bisschen Eisen. Und jetzt brauchen wir 2x 150 Gold. Yep. Feste darf ich noch nicht feiern. Okay, ist egal. Zu wenig Holz. Was? Jetzt geht das wieder los. Alter, ihr habt alle Bäume weg, ne? Pflanzt ihr vielleicht auch mal wieder welche? Ein Holzfäller findet keine Bäume mehr. Ist das eine Eigenschaft von der Wüste? Kommen da keine Bäume mehr? Doch, ne? Da wächst schon einer. Sieht nur eher so aus, als würde ich einen abreißen können. Okay. Kann ich noch irgendwo Holz... Ah, hier wird es blöd, ne? Also hier eher nicht. Habt ihr hier vielleicht noch irgendwo Holz? Ui, also Holz wird auch Mangelware sein. Gut zu wissen. Hier gibt's Kamele. Dromedare, bringen mir die irgendwas? Kann ich... Kuhfarm wird mir aber nichts bringen. Schaffarm wird mir auch nichts bringen. Du musst Förster bauen? Was? Es gibt keine Förster und Siedler. 6, oder? Das hast du mich irritiert, ne? Aber Bäume wachsen von alleine wieder nach. Ist auch so. Ach, es könnte besser laufen. Dann kriegst... Ach Gott, hier ist ja doch ein Weg. Okay. So, damit das nach irgendwas aussieht. Okay, sonst... oh shit, ich wollte eigentlich auf den Kirchenglocken... Ja, egal.
Schon unterwegs. Hakim, dann check mal, was noch hier oben geht. Hier müsste ja dann irgendwo der Gegner sein. Sind das eigentlich meine einzigen zwei Holzfäller? Habe ich nicht noch irgendwo einen dritten gebaut? Oh, bad, bad, bad. Vielleicht sollte ich dann auf Tiere verzichten. Und lieber irgendwo noch einen Holzfäller setzen. Was ist denn hier los? Achtung, Hakim. Alter. Verstanden. Schon unterwegs. Was hat dann wohl der Gegner eingenommen? Übel. Ei. Alles klar. Ich muss... Sofort. Gab's hier vielleicht irgendwo noch schon Wald? Unterwegs. Da geht ja gar nichts sonst. Jetzt hätten wir wieder ein bisschen Holz. Das können wir aber auch gleich ausgeben. Wir haben bewiesen, dass ihr in dieser Wüste überleben könnt. Redet mit den Dörfern und helft ihnen dabei, ihre Unabhängigkeit von Husran zurückzugewinnen. Hier, kriegst du mal Wasser. Ein Karren wurde ausgesandt. Wie oft regeneriert... Oh, das geht eigentlich schnell. 6, 7... 8, 9, komm. Ein Karren wurde ausgesandt. Dann werde ich ja den Posten hier schon tendenziell verteidigen müssen. Also würden wir auch zügig Militär brauchen. Schwertschmiede. Zu wenig Holz. Ja. So, hier unten wäre Holz. Da sind Löwen. Wie komme ich da hin? Ach so, gar nicht. Und hier oben in dem Bereich ist... nichts. Irk. Ich hasse diesen Quicksave. Schon unterwegs. Okay, Hakim, dann stell dich mal hier hin. Dann wäre das eigentlich das hier das nächste Logische, was wir sofort verstanden einnehmen müssen. Und den brauchen wir natürlich auch. Und wir brauchen vor allem Militär. Kann ich jetzt... 8 Holz. Und ihr lauft halt auch immer erst zurück, wenn ihr voll seid, ne? Aber ihr seid jetzt voll. Hier, bring. Einen? 9, okay, mach was. So. Gebäude haben wir aber ausgebaut. Immerhin. Euer Wasser hat uns gerettet. Habt Dank. Kein Thema. Alter. Ich brauche jetzt aber was Richtung Militär. 14 Holz. Dann können wir wenigstens jetzt mal die Schwertschmiede bauen und... ja, aber keine Kaserne. Und vom Ausbau brauchen wir auch noch gar nicht reden. Auf euren Befehl. So, Hakim, dann würde ja hier... puh, vielleicht sogar eine Mauer Sinn machen. Können wir den Sektor einnehmen? 1000? Was? Sofort. Was kostet der? Alles klar. Alles klar. 500. Für 250 Steine. Na, ich werde sie brauchen. So, machen wir hier die Eisenmine ausbauen. Das wird noch Sinn machen hier. Ach, kacke, ich brauche Holz. Kann ich vielleicht bei euch, sofort, da ich euch jetzt Wasser geliefert habe, mit euch irgendwie handeln? Auf euren Befehl. Ich habe überhaupt keine Aufgaben gerade, kann das sein? Mauern brauche ich nicht. Okay, hi Marvin übrigens. Handel, Handel, Handel. Auf euren Befehl. Nein, dann probier's nochmal hier. Und nochmal danke, Marvin, für den Tipp mit den Mauern und für dein Follow natürlich auch.
Jetzt noch ein Donation und du bist mein Held. Elf Holz. Die investieren wir in eine Schwertkämpferkaserne. Auf geht's. Und das Gebäude können wir auch noch einmal ausbauen. Auf geht's. Hier ist auch nichts mit Handeln. Dann nochmal ab zum Kloster. Dann wird man bestimmt hier hin müssen. Es kann doch nicht sein, dass ich überhaupt keinen... Die Hütte habe ich auch noch nicht ausgebaut, ne? Alter, ich brauche mehr Holz. Puh. Wir könnten ja mal... Ja, Bing Bing machen. So, bei euch irgendwas? Auch nicht. Was muss ich denn dann tun? Na, dann müssen wir wohl unsere Basis wir ausbauen. Sind freie Leute. Aha. Wir fürchten Crimson Sabbat. Ah, hier. Herrn. Wenn wir uns auflehnen, wird sie unsere Wasserversorgung kappen. Von nun an müsst ihr uns regelmäßig Wasser schicken. Ja. Sonst haben wir ein ernstes Problem. Da, nimm. Ein Karren wurde ausgesandt. Hoffen wir mal, dass die auch noch alle ankommen. Was ist denn das hier? Warum ist hier ein lilaner Punkt? Keine Ahnung. Euer Wasser hat uns gerettet. Alter, wir bauen ein Ding aus. Geht nicht mehr, habe ich schon. Okay, dann machen wir die Jagdhütten. Und vielleicht reicht es auch noch hier hinten. Okay. Okay, Update. Auf euren Befehl. Zusammen sind wir weit gekommen. Dieser neue Titel ehrt mich. Jetzt können wir dann auch Partys machen, ne? Und mal ein paar Ehefrauen und so. Jetzt hätte ich fast schwängern gesagt. Alter. Aber nur fast. Gut, was brauchen wir jetzt? Nächstes Level wären dann... Oh, Bier. Oh, Bier. Du wirst nicht ernsthaft hier oben Holz fällern. Wo kann ich Hopfen bauen? Ich tippe mal, ich könnte das hier mit den Dingens kombinieren. Euer Wasser hat uns gerettet. Einfach mal geraten. Dank. Geht hier nicht, geht hier nicht, geht hier nicht, geht hier. Hab ich recht. Mach mal. So, vielleicht noch ein... Jetzt haben wir eh kein Holz mehr. Okay. Ich hoffe, den Gazellen ist das egal. Wie ihr wünscht. Und wir machen eine Party. Schon unterwegs. Haben wir Dinge im Überfluss? Ja. Haben wir Nahrung im Überfluss? Naja. Also wäre es vielleicht... Ach, ich habe ja kein Holz. Aber ich sollte noch eine Metzgerei bauen. Alles klar. Meine Wegkonstruktion, ja. Die sind wirklich abenteuerlich. Den habe ich gar nicht gebaut. So, jetzt sieht es schon wieder besser aus. Da geht bestimmt noch eine Brauerei rein. Bin da sehr zuversichtlich.
Okay, können wir... Was haben wir denn Schwerter jetzt produziert? Wo sehe ich das? Hier, 2. Toll, Wahnsinn. Hauptsache, ihr habt Spaß. Und mein Brunnen ist jetzt größer. Da hat der Aufstieg auf jeden Fall was gebracht. Haben wir jetzt hier alles ausgebaut. Na, immerhin. Du hier auch. Okay, fehlt eigentlich noch die Militärgebäude. Und jetzt haben wir auch wieder ein bisschen Holz. Bauen dafür erstmal ein. Eine Brauerei, weil ihr wisst ja, ne, Bier und so, das ist das Allerwichtigste überhaupt. Okay.